Ja, Jojo, erstes Spiel der Rückrunde ist geschafft. 2:0 Sieg gegen den FCK. Wie zufrieden bist du mit eurer Leistung? Ja, schon zufrieden. Ich glaube, insgesamt ein verdienter Sieg. Auch, dass wir zu null gespielt haben, war einer unserer wichtigen Ziele auch. Klar, wir hätten vielleicht auch ein Gegentor bekommen können, mit ein bisschen Pech auch und ja, mehr Vermögen auch von Kaiserslauterns Seite aus. Also hatten sie, glaube ich, schon ein, zwei gefällige Standardsituationen vor allem. Aber insgesamt haben wir es vor allem aus dem Spiel heraus gut verteidigt. Die Standardsituation werden wir uns auch nochmal angucken. Aber ansonsten war es, glaube ich, sehr stabil. Ja, ich glaube, es war ein gelungener Start für uns gegen Kaiserslautern, auch verdient in der Hinsicht, denke ich. Hatten nach der Halbzeit ein bisschen Glück gehabt in den Standardsituationen, haben wir dann aber auch uns alle reingeschmissen in jede Situation. Das zeigt einfach von der Mentalität, die wir diese Rückrunde auch beibehalten wollen. Und jetzt schauen wir natürlich aufs Topspiel gegen Düsseldorf. Jetzt geht es zweimal hintereinander gegen Fortuna Düsseldorf. Zuerst Samstag in der Liga, Topspiel 20:30 Uhr. Da braucht man keine Motivation, oder? Nein, absolut nicht. Abendspiel, gerade auch gegen Düsseldorf, dann ist, glaube ich, ein Spitzenspiel. Ja, wir freuen uns sehr auf jeden Fall drauf, sind gespannt und ja, die Zuschauerzahl ist ja auch, ich glaube, es wird ausverkauft sein. Das wird natürlich auch eine gute und eine Herausforderung, auf die wir uns freuen. Wie wichtig war es jetzt im Hinblick auf das Topspiel, quasi die Rückrunde mit dem Sieg zu starten? Ja, sehr wichtig. Ich glaube, es ist immer zu Saisonbeginn, aber dann auch zu Beginn der Rückrunde sehr wichtig, gut reinzukommen. Das gibt gleich Selbstvertrauen, das gibt Sicherheit. Wir hatten ja auch in der Vorbereitung dann das Testspiel gegen Osnabrück, was jetzt nicht ganz so optimal lief, wo man dann schon noch mal so ein bisschen ins Nachdenken kommt und sich fragt, okay, was können wir noch mal vielleicht ein bisschen verändern im Hinblick aufs erste Spiel. Aber ich glaube, da haben wir die richtigen Schlüsse draus gezogen und das hat gut funktioniert und dementsprechend sind wir sehr zufrieden, ja. Die letzten Spiele gegen Düsseldorf gingen jeweils 0-0 aus. Bei einem warst du dabei. Wie schätzt du den kommenden Gegner ein? Ja, mit Düsseldorf begeben uns jetzt, glaube ich, in ein Top-Team, das jetzt gegen Hertha zwar unentschieden gespielt hat. Wir wissen aber natürlich, dass sie dort ein Heimspiel haben vor ausverkaufter Kulisse oder unter diesem Slang Fortuna für alle eine besondere Konstellation ist. Also volles Stadion, viele Fortuna-Fans werden da sein, hoffen natürlich auch, dass uns St. Pauli-Fans zahlreich unterstützen werden. Deswegen werden wir da alles raushauen und wollen natürlich das Spiel auch gewinnen. Ich glaube, es wird wieder sehr eng werden, ausgeglichene Mannschaften. Ich gehe schon davon aus, dass wir auch in Düsseldorf viel Ballbesitz haben werden, das Spiel ja, weitestgehend zumindest auch dominieren werden. Aber Fortuna wird sicherlich auch versuchen, uns hier und da wieder hoch zu pressen, die Stimmung auch aufkochen zu lassen, uns vielleicht auch mal zu provozieren und die Fans mitzunehmen. Darauf müssen wir uns einstellen. Und dann, glaube ich, wird es am Ende darauf ankommen, dass dann eine Mannschaft vielleicht ja, das entscheidende Tor macht und dann somit gewinnt. Bei Düsseldorf spielt ja auch Jannik Engelhardt, mit dem du gemeinsam bei Freiburg gespielt hast. Habt ihr vor so einem Spiel Kontakt, gerade wenn man jetzt sogar zweimal hintereinander quasi dann gegeneinander spielt? Also Kontakt haben wir generell über das ganze Jahr mal ein bisschen. Hat mir auch nach der Auslosung direkt geschrieben. Aber jetzt nicht, dass wir uns irgendwie jetzt ständig austauschen. Wissen natürlich um beide Stärken. Auch vom Vincent Vermey habe ich mit dir auch letztes Jahr noch zusammen gespielt. Aber das muss man beiseite schieben, die Konkurrenz oder die Freundschaft und dann alles geben auf dem Platz. Alles klar, danke und bis Samstag.